Heute zeige ich, wie schnell und einfach du ein Lovey Heart Outdoor machen kannst. Wir füllen die Streuform mit Holzspäne und immer beginnend in der Mitte und dann rechts drehend. Und die Spitze ist ausgerichtet zum Baum. Und so gibt es die Lovey Lotus, die mit der Spitze zu dem Baum ausgerichtet ist. Und dann gehen wir hier von der Mitte durch die Mitte, gehen weiter dieser Linie entlang, die den Namen trägt, öffne dein Herz. Und wir sind achtsam, dass die Holzspäne auf der Form bleiben, so dass der Außenrand hier schön sauber bleibt. Und wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, dann kannst du wirklich mit dem Finger das schön füllen. Je dichter das du füllst, desto stärker hast du nachher die Form, das Lovey Heart und die Lovey Blüte, Lovey Lotus. Wir füllen das und bleiben in unserem inneren Frieden, sagen Weltfrieden durch inneren Frieden, in Weltfrieden durch inneren Frieden, in Weltfrieden durch inneren Frieden. Oder das Mantra Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. Hebe behutsam die Schablone weg. So liegt jetzt das Lovey Heart auf der Erde mit der Spitze zum Baum. Der Baum freut sich, wenn du die Schablone anlehnst. Er spürt das Lovey Heart durch seine Elemente. Mit getrockneten Blüten kann das Lovey Heart gewürzt werden, beginnend in der Mitte und langsam der Linie entlang im Uhrzeigersinn, Yang-Richtung bis zur Spitze, dann durch die Mitte bis zum Kreuzpunkt und weiter in Yin-Richtung bis zur Spitze. Speziell im Winter ist es schön, mit getrockneten Sommerblüten zu arbeiten. Mit Mantrawasser aufspritzen, werden sie sofort lebendig. Wenn du drei Blüten hast, dann setzt du die immer und beginnst da in der Mitte, wo die Linie beginnt, und dann hier oben in der Mitte, wo die beiden Linien zusammenkommen, und eine unten in der Mitte. Dann hast du diese drei wichtigen Punkte fixiert. Und wenn du mehr Blüten hast, dann gehst du weiter der Linie entlang und schmückst es mit deinen Blüten. Und der Fantasie ist hier grenzenlos. Wie auch immer du das fühlst, wie du. Und so bekommt jedes seine Einzigartigkeit, seine wunderschöne Individualität und eben auch Kraft. Träufle oder sprühe ein Mantrawasser darüber, immer in der Bewegung, beginnend in der Mitte und langsam der Linie entlang im Uhrzeigersinn, Yang-Richtung bis zur Spitze, dann durch die Mitte bis zum Kreuzpunkt und weiter der Linie entlang, jetzt Yin-Richtung bis zur Spitze. Dieser Abschluss ist die Vollendung und lässt alle Elemente miteinander kommunizieren. Und fertig ist dein eigenes Lovey Heart Outdoor. Beim Legen eines Lovey Heart Outdoor gibt es verschiedene Konstellationen. Lovey Heart Outdoor Single, vorzugsweise mit der Spitze nach Norden, zu einem Baum, Park,
Monument, Berg, Fels, Hügel, Fluss, See, Meer, Feuer, etc. Lovihart Outdoor, Yang Ying, berühren sich und die Spitze sind entweder Nord-Süd oder Ost-West ausgerichtet. Lovihart Outdoor Baby bilden eine Fantasiekonstellation der natürlichen Umgebung angepasst. Spitze zeigt zum Fokuspunkt. Lovihart Outdoor Master Mandala werden auf Einladung im Teamwork gelegt. Sie generieren einen sehr starken Kraftort und werden idealerweise von vielen besucht und gepflegt. Im Speziellen eignen sie sich für Vollmondkerzenzeremonien. World peace through inner peace. World peace through inner peace. World peace through inner peace. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfriede durch innere Friede. 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 World peace through inner peace. World peace through inner peace. World peace through inner peace. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfriede durch innere Friede. 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 World peace through inner peace. World peace through inner peace. World peace through inner peace. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfrieden durch inneren Frieden. Weltfriede durch innere Friede.